Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir können jetzt eine kleine Serie starten. Wenn wir jetzt gewinnen, dann haben wir zwei Spiele in Folge gewonnen und haben quasi eine kleine Serie gestartet. Das wäre geil. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal geschafft habe, jetzt in der Weekend League zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Also ich wüsste jetzt nicht, könnte sein, aber ich weiß es nicht mehr. Es könnte sein, dass wir das noch nicht hatten. Und jetzt brauchen wir neue Leihspieler. Erstmal jemand, den wir jetzt bei uns fest reinstellen. Ich glaube, wir nehmen jetzt Aubameyang. Neuer nehme ich dann nicht. Ach ja, ein Donnarumma. Ich glaube, ich teste auch mal Donnarumma im Tor. Einfach aus Spaß, um dann den Vergleich zu haben zu Perrin. Weil Perrin jetzt doch schon den ein oder andere Situation hatte, wo ich dachte, vielleicht besseres Hechten und dann wäre nicht rein. So, Aubameyang. Ach so, gerade jetzt, wo ich Volland teste, so ein bisschen. Ah, nee, wisst ihr was? Den nehme ich. Ich nehme erst Neuer und dann Volland, dann nehme ich Aubameyang, weil ich will gerade so ein bisschen gucken, wie Volland sich spielt. Und da passt das nicht so ganz in den Kram rein. Habe ich jetzt eigentlich den Innenverteidiger noch schon hier irgendwo stehen? Nee, ne? Wen haben wir denn? Bender, oder? Ach, was mache ich denn jetzt? So viel besser war Süle auch nicht. Wenn man jetzt Süle zum Beispiel Shadow gegeben hätte, wäre es nochmal eine andere Geschichte gewesen. Aber das lohnt sich halt nicht bei Leihspielern. Ja, Neuer, das ist jetzt richtig geil auf jeden Fall erstmal am Tor. Sollten wir jetzt keine Tore mehr fressen. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Wir brauchen noch einen Leihspieler, den wir zum Wechsel nehmen. Higuain kommt fest rein. De Gea brauchen wir gerade nicht. Aubameyang wäre dumm. Silva könnten wir nehmen, Godin könnten wir nehmen, Özil. Özil können wir halt nicht nehmen, um irgendwie. Oh, wir könnten natürlich Lacazette nehmen und dann könnten wir ihn immer einwechseln. Ich meine, wir können auch die Innenverteidiger nehmen, aber da müssten wir dann eigentlich immer direkt am Anfang des Spiels einwechseln, weil den braucht man ja von Anfang an, aber ich glaube, das will ich gerade noch nicht. Ich will erstmal die Offensive. Was haben wir noch? Keita, Lemar lässt sich natürlich gut einwechseln. 10 Spieler haben wir den dann als Wechselspieler. Ich glaube, ich nehme auch mal Lemar. Das ist auch ein Spieler, den brauchen wir nicht unbedingt zur Halbzeit direkt einwechseln. Den kann man auch später einwechseln, weil er jetzt nicht so mega überragend ist. Aber er hat eigentlich ganz geile Werte, ne? 85 Tempo, 86 Dribbling, 80 Pass. Schuss passt auch. Und das war's. Dann gehen wir zur Calcio. So, brauchen wir noch irgendjemanden? Haben wir irgendjemanden vergessen? Bender ist da bestimmt noch nicht auf der Bank. Na? So. Dann kann es eigentlich schon losgehen, würde ich sagen. Kleine Serie starten. Komm, zwei Spiele in Folge gewinnen. Das kann nicht so schwer sein. Konzentrieren, gut spielen. Ach, ich wollte noch mal nachschauen, ob wann dieser Beridin, also dieser RM ausläuft. Ach, der läuft jetzt aus. Ich bin da schön. Ich bin schlau. Dann habe ich nochmal nachgeschaut. Weil jetzt will ich nochmal schnell schauen, ob es hier doch irgendeine Alternative gibt. Ich bin auch bereit, 5000 auszugeben. Vielleicht bin ich sogar bereit, 10.000 auszugeben, wenn die Perspektive gut ist. Also wenn es ein Spieler ist, der nicht direkt auf 1000 in Preis fällt innerhalb von einem Monat. Was habe ich gesagt? RM. Philippe Anderson. Den würde ich sagen, testen wir mal, weil 92 Tempo, 86 Dribbling, das sieht sehr sexy aus. Der Schuss ist auch okay, der Pass auch. Natürlich nur ein 81er, das heißt, das stinkt im Preis, aber von 5000 stinkt er maximal auf 1500. Das könnte sogar sein, weil er so schnell ist, dass sogar relativ lange noch 2000 wert ist oder so. Und hier sieht man ihn sogar für 4000. Okay, ja, das ist auf jeden Fall. Der wird's werden. Mal kurz gucken, ob es nochmal irgendeinen anderen interessanten gibt. Perez ist dann logischerweise keine Alternative, weil Felipe Anderson einfach eine höhere insgesamte Bewertung hat. Ja, dann nehmen wir Felipe Anderson. Das passt doch.
Sehr schön. Für 4000 hatte ich ihn gesehen. Boah, 4000, war wohl schon wieder das Billigste oder was? Da gibt es ihn auch nur zweimal, krass. Oh, mit Engine schon. Was macht Engine nochmal? Tempo, Dribbling, Pass. Ja, also, sorry, aber den können wir ja sogar mit Gewinn verkaufen, wenn er Engine hat. Hat zwar nicht viele Verträge, aber wie gesagt, den könnten wir jetzt wahrscheinlich für 5000 oder so verkaufen. Vielleicht sogar noch mehr. Und den nehmen wir dann natürlich. Mir wäre es zwar eigentlich bei jemand, der 92 Tempo hat, dem gebe ich lieber einen Chemistry Style, der Tempo auslässt und zum Beispiel Schusspass und Dribbling verbessert, aber ich nehme das auch mit der gesteigerten Pace, es geht auch. Ich komme eh nicht so oft zum Abschluss mit meinen LM und RM, das passt schon. Und vielleicht habe ich ja sogar Glück und er ist Distanzschütze und hat nur einfach keinen guten Abschluss, das würde auch passen. Okay, du kommst auf die Transferliste, sorry. Felipe Anderson, der sieht ja schon mal sehr, sehr sexy aus. Was hat er für Füße? Zwei natürlich, hat einen starken rechten und einen schwachen linken mit 4 Sterne. Cool. Das gefällt mir. Und schon relativ preiswert. Ich denke, zu dem Zeitpunkt, als ich mir die Teams gebaut hatte und halt Berardi dahingestellt habe, da hat er bestimmt noch deutlich mehr gekostet. Also da war er bestimmt noch bei über 5000. Die 81er, die zieht jetzt halt auch schnell nach. Ach du Scheiße, was ist das denn? Bale, Hazard, Info Morata. Wisst ihr, wie teuer das ist? 88er Torhüter. Das Team ist mehrere Millionen wert. Krass. Okay, so viel zum Thema. Wir machen mal eine kleine Serie und gewinnen mal zwei Spieler. Ich gehe direkt auf Defensiv. Werde ich in Zukunft jetzt immer machen, wenn ich sehe, dass, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein Pace-Spieler, der hat einen schnellen Sturm oder irgend sowas. Und der mit Bale und mit Konsorten ist natürlich super krass. Was hat er noch gehabt? Hazard, genau. Bale, Hazard. Oh, schade, knapp. Oblak, krass. Erstmal, dass wir Oblak sehen im Tor. Sehr schön eigentlich mit dem Free gemacht. Glückliches Tor und natürlich Abschlussstärke Bale. Ach so, ich wollte ja Donnarumma mal ins Tor packen und ihn testen. Naja, egal. Ja, wir waren dran. Wir haben super schön abgefangen mit dem Free und er lag sich den Ballbesitz wieder. Naja, was soll's. Also sorry, aber wenn ich gegen das Team verliere, dann ist es nichts Ungewöhnliches. Das ist echt krass, was hier manche schon für Teams haben. Das gibt's gar nicht. Elfmeter, sehr schön. Das finde ich geil, dass es auch endlich mal gepfiffen wird, weil es nervt einfach, wenn die da liegen und man drüber fällt und nichts machen kann und es nicht gepfiffen wird, weil die einfach da rumliegen. Soll jetzt bitte ausgleichen, komm. Kann sich mir da nicht einfach so in den Weg legen, ey. So. Wieder mal kein Pfeil, okay. Und der bleibt in der Mitte stehen. Icardi! Ach ja, mir fällt ein, ich habe auch noch gar nicht wieder die Spielerrollen aktualisiert. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles so perfekt ist. Aber ich glaube, Icardi hat auch den besten Elfmeter. So, direkt ausgeglichen. Das gefällt mir. Was war nur eine ein Elfmeter, aber das ist mir ja egal. Ich meine, bei ihm war es auch sehr glücklich, dass er. Was auch sehr glücklich, dass er das Tor schießt, weil ich war ja eigentlich vorher dran. Hat er gedacht, dass er einfach so vorbeirennen kann mit Bale, weil er mal kurz stehen bleibt oder was? Soll ich dann weggehen oder? Oh, ein bisschen riskant. Muss nicht sein. Beim Außenverteidiger. Schön, dass Rossi mal wiederkommt.
Das rennt aber gut zurück. Schade, schwacher Pass. Jetzt fehlt halt oben jemand. Deswegen habe ich auch direkt jemanden hingeschickt. Nein, Golan. Wieder da gedacht, er kann ihn mit Bale einfach mal durchdrehen. Muss mal abbrechen, das schafft Nainggolan eh nicht. Ist auch nicht so schnell und in Champions League Style hat er gerade 78 Pace auf der Karte stehen oder so. Och, ich dachte, ich komme nochmal den Ball, schade. Soll er ganz runter spielen? Aber klar, macht sogar hoch, warum weiß ich nicht. Rossi! Oh. Ah, dafür war der Pass wieder schwach. Aber der spielt nicht so gut, der Gegner. Hat zwar hier das absolute Bombenteam, aber er spielt nicht wie eine Bombe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den so weit vorlege, wenn er mit dem Sprint annimmt, muss ich zugeben. Das habe ich unterschätzt. Hat auch einen guten Distanzschuss, Nainggolan. Also ja, er kommt nicht mehr wirklich raus und spielt nicht so gut. Aber wir müssen es halt mal zu einem Tor machen. Das war nicht gut verteidigt. Am Ende bei Bale war es okay, aber das davor war scheiße. Das hat mir nicht gefallen. Ach ja, ich will Donnarumma mal reinpacken. Das ärgert mich gerade echt, dass wir jetzt hier Perrin wieder stehen haben. Nicht, dass er super schlecht ist. Oh, das sieht scheiße aus. Ich wusste, ich habe sofort gesehen. Ich habe es gesehen. Er stand so beschissen, mein Spieler. Oh, es ist zum Kotzen, ey. Schon wieder ein beschissenes Kopfballtor nach einer Ecke. Die kommen so selten vor. Mann. Jetzt muss ich es wieder ausgleichen. Ich renne wieder hinterher. Wegen so einem scheiß Dreck hier. Gegner spielt nicht wirklich gut mit seinem Überteam. Aber ich hab's direkt gesehen. Ich hab direkt gesehen, irgendwas stimmt da nicht. Mit meinem Spieler, da stand total scheiße zum Gegenspieler. Und dann ist es auch genauso gekommen. Danke. Wir standen auch wieder besser zum Ball. Was soll's? Das war mein Fehler, wenn wir jetzt ein Tor fressen. Das war mein. Okay, das geht auf meine Kappe. Das geht auf meine Kappe. Das ist natürlich umso ärgerlicher, wenn man nicht noch so ein scheiß Gegentor frisst, weil man es selber verschuldet. Natürlich ein Pace-Tor, aber trotzdem meine Schuld zu 100%. Aber das Tor davor war halt, naja, was soll's. Aber es ist trotzdem zu kotzen, dass ich schon wieder meine Chancen, dieses Spiel zu gewinnen, minimiere durch eigene Blödheit. Das passiert mir auch viel zu oft noch. Versteh das nicht, warum ich so oft solche Fehler mache. Dieses scheiß Rumgeeier. Schön nur hinten rumspielen. Jetzt schon auf Zeit spielen in der ersten Hälfte. Und dann halt beschissen rausspielen. Oh, ich hoffe, er frisst jetzt ein Tor, ey. Bitte, bitte, bitte. Die Ecke. So, jetzt geht mir auch mal ein Kopfballtor nach einer Ecke.
Och, dieser scheiß Bale, ey. Und noch ein Lackertor. Ach, herzlichen Glückwunsch. Freu dich ruhig, freu dich ruhig. Aber es sind erst drei Tore, wie gesagt, bei drei Toren. Wenn er jetzt ein 5-1 macht, dann breche ich ab. Schade, dass ich dieses 3-3-1 verursacht habe. Oder verschuldet habe. Dieser Bale ist echt krass, ey. Den kriegst du nicht vom Ball getrennt. Wie halt bei mir schon bei Hazard. Wenn er doch mal vom Ball getrennt ist, hat er den einfach so schnell wieder. Was für ein krankes Team. Er hat genauso aufgeschossen wie ich. Toll. Aber er hatte natürlich bessere Abschlusssituationen als ich, muss man auch zugeben. Aber er hat, wie gesagt, zum Zeitpunkt 1-1, würde ich sagen, nicht besser gespielt als ich. Das 2-1 total glücklich. Das 3-1 meine Schuld. Macht halt teilweise merkwürdige Fehler, von daher nochmal auf sehr offensiv, weil alles oder nichts. Entweder mache ich jetzt noch mein Tor schnell und lasse eine geringe Restchance oder ich fresse halt das fünfte und dann breche ich halt ab. Um Zeit zu sparen. Das hat er mal gut gemacht. Schön gemacht mit Nainggolan, gut antizipiert. Paisy Pale, Paisy Pale. Ah, ich schaff's trotzdem nicht. Toll gemacht. Oh, musst denn du das so? Ich tipp den an, damit er den ganz leicht in den Lauf legt. Und der haut ihn halt komplett nach vorn raus. Nice Luck. Er stirbt an Bällen, verletzt sich. Fuck! Es ärgert mich so sehr schon wieder, dass ich so ein scheiß Drecks-Gegentor wieder fress. Was ich selber verursache. Alles kann er ja von mir aus 5-0 gewinnen, wenn ich halt nicht so einen ganz krassen Fehler habe. Dann stört mich das alles nicht. Vier, zwei, ne, also es war lucky, weil ich wollte überhaupt nicht da hinpassen. Aber was wollte ich sagen? 4-2, wir haben noch Chancen, wir haben noch Chancen. Zwei Tore können wir jetzt noch hinkriegen in diesen letzten 20 Minuten. War ein bisschen luck, ich wollte woanders hinpassen, aber es war auch so okay. Und die Cardi macht das wieder, halt wirklich einen guten Abschluss. Na, komm schon. Ich wollte gerade sagen, ey. Oh. Nur mal diese kurze Scheiße wieder abgewöhnen, ey.
Oder halt einfach warten und gucken, was die Gegner machen, wenn ich sehe. Hat wohl nichts gebracht, deine komischen Tricks. Wenn ich sehe, dass er halt kurz bleibt, dann darf ich halt einfach keine kurzen machen. Fertig aus, Nikolaus. Ist dann nicht so schwer. Drei, vier, Freunde. Drei, vier. Komm schon, jetzt machen wir noch ein 4-4. Come on. Come on. Alles wieder drin. Auch wieder ein bisschen glücklich. Ist mir scheißegal. Wir machen jetzt noch ein totales Lackertor. Bei mir noch ein Elfmeter. Keine Ahnung. Komm schon. 4-4. Come on. Ich spiele übrigens mit dem Gedanken, Icardi auch ein Champions League-Style zu geben. Er ist immerhin schon 84er. Gefällt mir eigentlich gut. Und wenn wir ihm noch einen passenden Champions League-Style geben, dann. Boosten wir ja seine Schwächen noch. Worauf ich Bock hätte. Scheiße, hat zu lange gedauert. Aufpassen, dass er nicht so viel Zeit vereiert. Oh, es war so klar, ey. Scheiße, ist kein Foul, fuck. Nice luck. Wie oft ich jetzt mit Gulam hier den Ball einfach von ihm abhole. Von Bale. Scheiße! Das war's. Fuck! Aber gute Moral bewiesen. Gute Moral bewiesen. Ist am Ende dann nicht mehr gut ausgespielt. Vielleicht ein Tick zu hektisch. Och man, dieses Dreckstor mit einem Tor verloren. Was ist passiert? Ich habe dieses beschissene. Er hat halt Tor gemacht, geil. Ich habe dieses beschissene Gegentor, dieses eine selbst zuzuschreiben mir. Fuck! Das regt mich natürlich wieder auf. Was darf einfach nicht passieren? Das kann doch nicht so schwer sein, ey. Wie ist es eigentlich? Okay. Ja, ich werde jetzt mal noch ein. Ach so, ich weiß auch gar nicht, was für ein Champions League Style ich ihm geben möchte. Ich werde jetzt nicht noch ein Spiel machen, weil ich jetzt erstmal eine Runde Deutschland, Aserbaidschan ein bisschen angucke. Und das wollte ich noch sagen. 6 Spiele, 9 Siege, wir brauchen noch 2 Siege. Ja, 9 Siege, 6 Spiele übrig, wir brauchen noch 2 Siege. Fuck. Ich mache echt noch viel zu viele Fehler. Ich mache echt noch viel zu viele Fehler. Egal, ich werde jetzt nochmal, also jetzt offline dann, schauen, was für ein Champions League Style ich Icardi geben möchte. Aber wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob ich was mit Pace geben möchte, weil das ist richtig. Pace brauche ich bei Icardi eigentlich nicht und das passt auch nicht zu mir. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Dann wird man euch loben. Euer Park ist bis zum nächsten Mal. Ich schaue nochmal nach. Ah ne, erstmal gebe ich hier Donnarumma rein. Den würde ich gerne mal testen. 88 Hechten, 88 Reflexe. Und der war doch auch so extrem groß, ne? 1,96, so krank. Der muss doch abgehen ohne Ende. So, und der hat ja jetzt 4 Spiele, 5 Tore, das ist doch nicht schlecht. Vor allem, das ist halt Weekend League, das ist alles Weekend League, was er hier gemacht hat. Das ist halt das Schöne. Er hat jetzt vom letzten Spiel 3 Tore gemacht, aber das waren ja auch 3 wichtige Tore, auch wenn wir verloren haben. In diesem Sinne, ich werde wahrscheinlich als Chemistry Style
Tripling auf jeden Fall boosten. Schuss, ist klar. Ja, mal gucken. Vielleicht gebe ich ihm entweder nur Sniper oder mal gucken, was es noch gibt mit Tripling. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Paxis. Tschö, tschö.